So, hallöchen, liebe Freunde der mobilen Klimaanlage. Ja, das Video, was ich jetzt mache hier, ist im Prinzip eine Videoantwort für den YouTube-User Christian Engel, mit dem ich mich da in dem dritten Teil von meiner Videoreihe in den Kommentaren recht angeregt unterhalten habe. Und naja, sagen wir mal so, wir sind nicht so auf einen Nenner gekommen, was die physikalischen Gegebenheiten angeht und wie sowas läuft. Aber heute haben wir hier, ja, hatten, als ich um 17 Uhr nach Hause kam, war die Außentemperatur bei knapp 40 Grad hier im Dorf. Die Raumtemperatur hier in meiner Dachgeschosswohnung, Dachgeschoss, ja, lag auch etwa bei 40 Grad. Und dann habe ich mal mein Klimagerät eingeschaltet und hat mal geguckt, was da so passiert. Und ja, also der User Christian Engel, du darfst dich damit angesprochen fühlen, ist ja der Meinung, dass all das, was ich hier mache mit meinem Zweischlauchsystem und so, dass das alles kompletter Bullshit ist und dass das überhaupt nicht funktionieren kann und dass nur sein teures Markengerät irgendwie kühlen kann und alle anderen, die taugen ja nix. So. Naja, aber gehen wir der Sache mal ein bisschen auf den Grund. Hauptargument war immer, ja, der Schlauch ist zu lang und der würde zu viel Wärme abstrahlen und daher wäre das ja. Und der würde auch länger, also durch seine Länge würde er wärmer, als er eigentlich sein müsste, weil da drin ist ja so viel Reibung mit der Luft, dass der Schlauch durch Reibung warm wird. Das ist ungefähr so, wie wenn eine Kapsel von der Erdumlaufbahn in die Atmosphäre eintritt. Ne? Solche Luftgeschwindigkeiten haben wir auch in diesem Schlauch da. Ne? Da muss man schon davon ausgehen, dass der zusätzlich erhitzt wird, wenn die Luft da durchströmt mit 5 Meter pro Sekunde. Nee, 8 Meter pro Sekunde, Entschuldigung. Habe ich auch gemessen und in einem anderen Video gezeigt und bewiesen. Ja, gucken wir uns mal ein paar Temperaturen an, die hier so existieren. Also ich habe den Schlauch, ja, den da mittlerweile isoliert. Erst eine Schicht Aluminiumfolie, dann eine Schicht Luftpolsterfolie und dann nochmal Aluminiumfolie. Und gucken wir mal die Temperatur so. Ja. An den wärmsten Stellen jetzt noch so 31 Grad. Ja, ich schwenk mal rüber. Das ist das echte Bild. Hier ist das Wärmebild von dem Schlauch. Hat da so an einer Stelle sogar nur 19 Grad. Ja, und da habe ich noch extra so ein Loch gelassen, um mal zu gucken, wie warm ist es denn da? Ah, okay, 45 Grad, das heißt die Abluft, ja, die ist schon richtig warm. So, hier haben wir die Zuluftschläuche. Und guck mal, wie warm die sind. Geh mal drauf. Jetzt spinnt die Anzeige ein bisschen. Wie kriegen wir das richtig drauf? Will nicht so ganz, aber man sieht, weil wir haben im Moment eine Außentemperatur von etwa 26 Grad. Ist natürlich jetzt gesunken. Wir haben jetzt Viertel vor 9. Das heißt, ja, das Gerät läuft jetzt seit 17 Uhr. Und naja, hier drin ist es auf jeden Fall von einfach mal da so die Schrankwand, ja, 22 Grad. Dort die Wand, Bettkante, Kopfkissen, 19 Grad. Oh, das war ziemlich angenehm, da kann man gut schlafen. Gucken wir mal oben die Halogenleuchten. Oh, die sind ganz schön warm. Ja, wird man ja auch erwarten. Und hier kann man jetzt auch mal an der Deckendämmung sehen, wo die Wärmebrücken sind. Oh, da an der Kante. Da kommt Wärme rein, ne? Gut, aber das sind Dinge, da dran kann ich nichts ändern, ne? An der Dachisolierung. Da hinten auch. Der Fernseher, der ist im Moment kalt. Oh, dahinter die Wand. Da ist auch eine Wärmebrücke. Oder im Winter eine Kältebrücke. Der Wand entlang. Okay, kann ich alles nicht ändern. So, hier mal Klimagerät. Entschuldigung.
Entschuldigung, Rollladen, Jalousie oder wie man es immer nennen will. Warte mal, da kann ich den Fokus noch ein bisschen umstellen von der Wärmebildkamera. Ja. So, da sehen wir. Ja, der Vorhang ist am kühlsten mit 21 Grad. Das heißt, es ist ungefähr die Raumtemperatur, die wir im Moment haben. Man sieht, natürlich kommt da durch den Rollladen Wärme rein. Ja, jetzt haben wir da oben eine Ecke 26 Grad. Ist nicht so toll. Könnte man noch was tun. Werde ich mir vielleicht einfach noch eine Styroporplatte davor setzen. So, und jetzt mal zu dem Gerät selber. Ihr seht, das ist das echte Bild. Ich schwenke rüber in das thermale Bild. So. Okay. Ja, man sieht, der Abluftschlauch ist gut isoliert. Ja, da sind zwar noch so ein, zwei Wärmebrücken drauf. Ja, nochmal der Schwenk. Aber die wärmste Stelle ist 30 Grad. Ja, das geht. Vorher waren es halt genau die 45 oder bis zu 60 Grad, die ich da mal gemessen habe. Ja. So, man sieht auch hier ganz schön, wie zweigeteilt das Gerät ist. Ich gehe mal hier rüber. Das Gerät. Ja, in der oberen Hälfte ist die Kälteeinheit quasi und unten ist Kompressor und Kondensator. Und dann das Wärmebild davon. Ja, kann man genau sehen. Und auch hinten am Abluftschlauch, dort haben wir warme Stellen. Ja, da habe ich noch nicht so gut isoliert. Da könnte ich noch was tun, um das noch zu verbessern. Also quasi genau hier an dem Anschluss. Ja, wobei, das geht schon alles. So, und was man auch hier sehr schön sehen kann, ist, mit welcher Temperatur die Luft da rauskommt. Das ist das Lüftungsgitter, in echt. Ich schwenke rüber in den thermalen Bereich. Durch die zwei Schläuche da reinkommt, im Moment ja 6-27 Grad hat. Zeigt er jetzt hier. Ja, das ist nicht so ganz einfach mit der Kamera da. Ich mache das auch zum ersten Mal. Geh mal näher ran, gucken was er dann zeigt. 25 Grad hat die Luft gerade, die von draußen reinkommt. Also die 25 Grad warme Luft wird dort angesaugt. Kühlt den Kondensator unten, ja, Finger, ne? Da, und geht durch den Schlauch hier raus. Und da kommt im Moment Luft raus mit einer Temperatur von 48 Grad. Und vorne kommt raus. Also, lieber Christian Engel, sei mal nicht böse, aber irgendwie scheint das zu funktionieren, was ich hier mache. Und das Schönste daran ist, dass ich hier keinen Unterdruck im Raum habe und mir keine Luft rein- oder raussauge, sondern ich ein reines Umluftsystem habe. Das kann ich auch beweisen. Hier, Luftstrommessgerät. Ups. Wenn ich da jetzt ganz leicht reinblase, dreht sich das direkt und zeigt direkt was an. Okay, so, und das halte ich jetzt mal hier an diese Schlitze, die da sind. Da passiert gar nichts, weil die Luft, die hier angesaugt wird, wird da unten benutzt und geht hier wieder raus. Also kein Unterdruck, ich saug mir keine warme Luft von draußen rein. Und das Gerät funktioniert und das macht sogar noch kalt. Guck mal, 12 Grad kommt da raus. Und nochmal als Gegenbeweis, wenn ich jetzt hier aus dem Raum rausgehe, weil ich will ja wirklich nur das Schlafzimmer kühlen, in dem ich mich hier befinde. Ich gehe jetzt mal raus in den Flur. Guck mal, wie warm es dort ist. Oh. Grad.
mache jetzt einfach hier mal die Badezimmertür. Die hat 29 Grad. Oder mal hier oben an der Decke. 31, 30. Ja. Das Fenster, 33 Grad. Ja, das sind die Dachziegeln, die da die Wärme produzieren. Und hier im Zimmer hat die Decke eine Temperatur von 25 Grad. Also hat es schon was getan. Natürlich war jetzt das Gerät lief noch nicht lange. Ne? Es waren ja nur die paar Stunden. Und es ist eine Dachgeschosswohnung. Und heute waren draußen 40 Grad. Die Sonne, keine Wolken. Alles richtig schön geprutzelt. Ja, das dauert natürlich auch ein bisschen, bis der Raum dann durchgekühlt ist. Aber funktioniert. Guck hier. Selbst die Wand, 21 Grad. Das Bett, 22 Grad. 21 Grad. So, und wenn ich in 2 Stunden ins Bett gehe, dann ist es hier 19 Grad und gut, es kühlt ja draußen noch ab, das heißt, die Klimaanlage wird noch effektiver. Aber sie hat es auch so schon geschafft, diesen Raum super runter zu kühlen, ohne Luftaustausch, ein reines Umluftsystem. Der Kompressor schaltet dann ab, gut, ich habe ihn jetzt auf 17 Grad eingestellt im Moment, das heißt, natürlich läuft er jetzt noch Vollgas, aber... spätestens, wenn es draußen kühler wird, kommen wir in den Effizienzbereich und das Gerät schaltet ab. Und ich schwöre, hört sich so doof an, ich schwöre, nein, ohne die 2 Schläuche würde das Gerät jetzt in den 4 Stunden, wo es jetzt lief, nicht mal ansatzweise den Raum so kühlen können, wie es das jetzt getan hat. Weil es wäre warme Luft durch den Rollladen reingekommen, es wäre warme Luft unter der Tür reingekommen. Es hätte nicht so gut funktioniert. Wir sehen übrigens auch in der Kamera, dass der Rollladen gar nicht so schlecht isoliert. Na. Ah, da oben in der Ecke. Gut, kann man noch was tun. Ja, mache ich, sehe ich ein. Können wir drüber diskutieren. Aber der ist ja auch doppelwandig und hohl. Das heißt, da ist Luft drin, das heißt, isoliert auch ganz gut. Nicht perfekt, funktioniert aber. So, lieber Christian Engel. Und du pumpst die ganze Zeit warme Luft in deine Wohnung rein. Und hier habe ich ein reines Umluftsystem. Da, im Kreis. Hinten rein, vorne raus. Kalte Luft, hinten rein, vorne wieder raus. Und... nichts. Kalte Luft. Ja. So viel zur Videoantwort, lieber Christian Engel. Also, bis bald.